alle zu diesem Thema, sind aber jetzt nicht alle unbedingt zusammenhängend. Es ist quasi ein Ablauf von Folgen von 10, zu dem ich euch viel Spaß wünsche. Ruhig nach jeder Szene kräftig applaudieren. Ich bin erst seit einem Jahr auf der Gustav-Langenscheidt-Schule und kam, als ich dort ankam, gleich in Kontakt mit meinem Kollegen Felix, was nicht verwunderlich ist, denn wir sind die einzigen zwei, die dort die Ganztagsbetreuung machen. Und Felix ist lange schon mit dem Plan durch die Gegend gegangen, ein Tanz- und Theaterstück zu machen. Ich bin ja sehr froh, dass wir Daniel bekommen haben und dass es für uns entscheidend ist, für uns zu arbeiten in diese wunderbare, tolle Schule, genannt GLS Gustav-Langenscheidt-Schule. Sobald ihr gemerkt habt, der Raum war voll, weil für einige von euch, mein Text kommt nichts raus, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll, ich habe keine Ahnung, warum ich hier auf bin. Also, es gibt eine Möglichkeit und da will ich euch helfen. Oh mein Gott, wir wollten in der Tat die Jugendlichen zusammenbinden mit Theater, Tanz, Projekten, Kunst und es ist uns gelungen, nur weil wir ein Wunderkind bekommen haben. Szene 1, Musik läuft. Ihr hört sowieso diese gruselige Musik. Wer ein Geräusch gerne machen möchte, ist definitiv mit dabei. Wer sich nicht traut, er muss gar nichts sagen, sich einfach nur bewegen. Zweite Szene ist ähnlich wie die erste Szene. Ein bisschen aufstehen. Okay? Links, rechts von mir aus, dahinter mit seinem Kollegen oder auf die Gäste. Das ist von mir alles erlaubt. Das ist alles erlaubt. Spiel. Befrei euch und spiele. Die dritte Szene. Jetzt, die dritte Szene, das sage ich gar nicht. Dritte Szene. Steht auf. Und was passiert bei der dritten Szene? Bei der dritten Szene. Ihr habt drei Schritte vor. Drei Schritte zurück. Wo ich mich hier an der Schule angemeldet habe, habe ich gehört, dass es einen Tanzlehrer halt hier an der Schule gibt. Und ich habe schon mal Aufführungen gesehen hier an der Schule. Und dann habe ich mich halt interessiert und mich bei ihm informiert. Kinder aus 4 Klassen, alle 7. Klasse, kamen jetzt von den Grundschulen eben zu uns und da war die Idee von der Schulleitung und von dem Team 7, das ist die Klassenlehrerin von den 7. Klassen, dass man versuchen sollte, gleich so ein bisschen sie zu Beginn gleich ein bisschen zusammenzuschweißen übers Theater. Und da haben wir losgelegt. Die Klassen haben schon jeweils einzeln geprobt. Also wir haben jetzt nicht jeden Tag alles 64 gehabt. Das war heute das erste Mal. Deshalb sieht im Gegensatz zu mir Philipp auch ein bisschen blass heute aus. weil es war natürlich, das war irre anstrengend. Und vielleicht müsste man auch echt gucken, dass man mehr als eine Probe in dem Raum hat, wo man am Ende aufführt. Geister, wir rufen euch, kommt zu uns. Wir warten auf euch. Wir warten auf euch. Wir warten auf euch. Es fing ein bisschen an mit der 8-3. Die Klasse müssen wir kurz loben. Schade, ja. Wir waren aber auch nicht in der anderen 8. Klasse, sonst hätten wir dort vielleicht auch die Ideen finden können. Wir haben eine kleine Improvisation gemacht, die hat viel Spaß gemacht. Wovor habt ihr Angst? Zum Beispiel, wenn meine Mutter mein Handy kontrolliert, war eine Antwort. Und dann haben viele gesagt, oh, wir, und sind dann in die Angstecke gegangen und die anderen halt nicht so. Und dann hat ein Schüler, Orfan, gesagt, und wer hat Angst vor Gin? Und da sind alle ängstlich in die eine Ecke gerannt, denn offenbar können die schon ziemlich gruselig sein. Und der Haifisch? Der hat Zähne. Und die trägt er im Gesicht. Und der Djinn ist? Total besessen. Und total besessen? Sieht man nicht. Wir sind alle Freundinnen. Und werden dann, also ein Geist geht dann in uns rein und dann sind wir so komisch. Sind wir zum Adel dann Djinns zum Schluss.
große Unterstützung für dieses Projekt haben wir von Tancredi Vollpatt und Philipp Gerlach. Philipp Gerlach hat mit einem Fotoatelier unser Stück begleitet. Ich bin noch am Kämpfen, dass wir da vielleicht einige Fotos in sehr groß in den Gängen unserer Schule aufhängen, dass die noch ein persönlicheres, schöneres Gesicht bekommt. Und Tancredi Vollpatt hat mit uns zusammen die Show gestaltet. Er mehr mit Regie, Felix mehr mit Tanz, ich auch mehr mit Regie. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Wir haben Szenen, die sowohl von Goethe sind, wie auch von Fuck You Goethe inspirierte Szenen, die teilweise die Schüler auch geschrieben haben, teilweise unter Anleitung. Teilweise sind auch Sachen aus dem Faust reingekommen, die auch gesprochen werden. Du, liebes Kind, komm, geh mit mir. Gar schöne Spiele spiele ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch Gülden gewandt. Es ist eine Collage, es ist ein, wir haben einfach sehr, sehr verschiedene Genres und Szenen genommen und stellen sie eigentlich eher nebeneinander. Und deswegen war für mich auch die Zusammenarbeit mit Tanz und eben auch mit Foto so glücklich, weil es gerade auch mit dem Foto natürlich eine ungewöhnliche Kombination ist, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ahmed? Ja? Ich liebe dich. Wir haben es geschafft, dass alle diese drei Säulen, weil ich würde sagen, dass Daniel und ich im Prinzip eher eine Säule sind mit dem Theater, und dann haben wir noch Tanz und Foto, dass wir diese drei Säulen einfach super nebeneinander gestellt haben. Es ist schwierig für die Kinder einfach in offene Bühne. Das ist das erste Mal, wir haben sie aus ihrem Käfig rausgeholt. Entschuldigen Sie, Frau Kurzhanig, wir lieben Ihre Schule. Wir haben sie in einen offenen Raum gestellt, wo in der Tat sowas gemacht wird. Und zwar wo? In der Weiße Rose. Da ist alles da, was man braucht, um frei arbeiten zu können. Wir wollen noch weiter die Zähne zusammenbeißen, wir wollen noch mehr aus denen rausholen. Die können mehr, viel mehr. Und wir planen oder wir schmusen langsam hin mit verschiedenen Ideen, die wir gerne langsam darstellen. Aber wie man schon so weiß, mit ein bisschen Ruhe und Zeit werden wir da schon hinschauen. Schon wieder, nein!